Auf einer Anbaufläche von knapp 4 Hektar erzeugt Christian Kerschbaumer gemeinsam mit seiner kleinen Familie spannende Weißweine und auch einen der wenigen und sehr seltenen Blauburgunder im Maisacktal. Wir probieren heute Silvaner Garlieder 2019. Was es zu sagen gibt, ist mit Sicherheit, dass Christian seinen Weinen sehr viel Zeit gibt, sich zu entwickeln. Im Keller, aber auch nach der Füllung noch in der Flasche. 2019 ist somit der aktuelle Jahrgang, der nun auch erhältlich ist. Die Silvaner Trauben wachsen auf 15 bis 30 Jahre alten Rebstöcken, die tief in die steilen Hänge rund um das Weingut wurzeln und bis auf knapp 800 Meter angepflanzt sind. Nach der Ernte kommen die Trauben in die Presse, werden zumindest zum großen Teil gepresst und anschließend in großen Akazien- und Eichenholzfässern spontan vergoren. Dieser Ausbau dauert circa ein Jahr. Vor der Füllung werden die Weine nur leicht filtriert und dürfen vor dem Verkauf noch mehrere Monate in der Flasche reifen. Kommen wir zur Verkostung. Ihr seht schon, ein helles Strohgelb mit kühlen, grünlichen Einflüssen. Durch die leichte Filtration ist der Wein klar von Eintrübungen. Ein sehr eigentlich zurückhaltender, dezenter Duft, der zuallererst an weiße Blüten erinnert, an Kastanienblüten, an Apfelblüte. Dazu kommt ein Duft von getrocknetem Heu, Heublumen, das erinnert so ein bisschen an Kräutertee, Kräuteraufguss. Und natürlich fehlt es dem Wein auch nicht an Frucht. Es erinnert an Pfirsich, an Williamsbirne. Was den Wein aber wieder ganz interessant macht, das ist auch hier wieder diese leichte Reduktion, die in diesem Fall so ein bisschen an Streichhölzer erinnert. Am Gaumen trocken ausgebaut, der Wein wirkt aber sehr ölig, sehr samtig, schafft sofort ein sehr cremiges Mundgefühl. Trotzdem haben wir hier eine sehr animierende, fast vibrierende Säure. Der Wein wirkt sehr dicht und konzentriert. Man merkt durchaus das Alter der Rebstöcke und vor allem die hohen Lagen, in denen sie sich ihre Nährstoffe förmlich erkämpfen müssen. Wozu könnte das passen? Also im Hinblick auf die Feierlichkeiten, die uns bevorstehen, kann ich mir diesen Silvaner wunderbar zu Käsefondue oder auch Raclette vorstellen. Die Konzentration und die Würze des Weines schaffen es ohne Probleme mit der Würzigkeit von Käse oder mit würzigem Käse mitzuhalten und gleichzeitig hält die Säure dem relativ hohen Fettgehalt dieser Weihnachts- und Neujahrsklassiker entgegen. Lasst uns auf jeden Fall wissen, wozu ihr diesen Silvaner trinkt.